Hallo, liebe Hörerinnen und Hörer, liebe Zuschauer. Es ist Mittwochabend und Sie werden mich heute Abend nicht mehr auf Radio Wien hören. Sie werden mich bis auf Weiteres überhaupt nicht mehr hören auf Radio Wien. Ich habe meine Zusammenarbeit mit dem Sender mehr oder weniger freiwillig beendet, denn so wie ich es verstanden habe und es mir auch kommuniziert wurde, soll dort eine Frauenplattform am Mittwochabend entstehen und für die bin ich naturgemäß nicht ausgestattet. Wobei, darüber könnte man auch diskutieren, aber das ist jetzt nicht mehr notwendig und somit trete ich zurück und wünsche den Kolleginnen, allen voraus Vera Russwurm, die für mich übernehmen wird, alles erdenklich Gute. Wünsche mir auch, dass Sie der Sendung die Treue halten, bis ich andere Partner gefunden habe. Oder was halten Sie davon, selber diese Sendung wieder weitermache? Vielleicht im Netz, vielleicht auf meiner eigenen Homepage, vielleicht auf YouTube. Wir werden sehen. Das hängt natürlich auch sehr von Ihren, euren Reaktionen auf diesen meinen Abgang ab. Und ob Sie weiterhin bereit wären, mir zuzuhören, beziehungsweise diese wunderbaren Gespräche, die ich so vermissen werde, weiterhin mit mir zu führen. Ich bedanke mich bei Ihnen für Ihre Treue, für Ihre Zuversicht, für die vielen, vielen guten Gespräche, die wir geführt haben und die auch bewiesen haben, dass die Gesprächskultur in unserer Stadt total da ist und wunderbar funktioniert, empathisch, informativ, respektvoll. Das haben wir uns miteinander erarbeitet und das nehme ich auch aus den vergangenen 14 Jahren mit. Also seien Sie recht herzlich bedankt. Lassen Sie mich hier wissen, ob Sie weiterhin mit mir diese Gespräche für alle anderen auch führen wollen und werden. Und ja, das war's. Danke, das ist jetzt vorbei. Etwas anderes fängt an. Lassen Sie uns miteinander herausfinden, wie die neue Göbel-Show stattfinden wird und vor allem wo. Bis dahin mache ich meine Sommerpause. Kurz oder lang. Wenn es nach mir geht, eher kurz. Ja, wünsche Ihnen eine tolle Zeit und wir bleiben in Kontakt. Okay? Das war's. Tschüss.